ist der Wirtschaftsverbund Rosenheim mit einer neuen Ausgabe von Unternehmen aus der Region. Ich bin heute bei der Firma Lightwheels in Bernau am Chiemsee beim Ivo. Grüß dich. Grüß dich, servus. Ivo, wie man unschwer erkennt, befinden wir uns hier in einem Fahrradgeschäft. Aber wir sitzen nicht auf diesen normalen Standardbikes, sondern ihr macht Customizing. Tatsache, also wir sind da für die Idee schon seit Jahrzehnten. Stehen wir dafür, dass man eher auf Qualität geht, nicht auf die Masse. Und das Geschäft ist schwierig anfangs, bis man einen Namen hat. Aber mittlerweile haben wir so einen Namen, dass man bei uns gut und gerne aus ganz Deutschland hierher fährt und Radl kauft. Das heißt, ihr stellt speziell für eure Kunden ein Fahrrad individuell für ihn zusammen? Individuell bis zum letzten Detail. Man sieht an diesem Bike zum Beispiel, das ist unsere übrigens 10-jährige Jubiläumsbike. Da haben wir so ein bisschen ausgetobt, um zu zeigen, was man alles machen kann. Farblich wie qualitativ. Ja. Was sind denn so die markanten Unterschiede zu einem klassischen Standardbike? Das sind die Räder von der Stange und da sind nur die Rahmen, also die Frames, praktisch gleich wie bei unseren Bikes. Wir machen aber Aftermarket-Produkte, die man nicht auf dem Radl kaufen kann, ja, sondern es gibt spezielle Zulieferer, die uns beliefern mit speziellen Teilen von der Qualität und von Farbdesign sehr unterschiedlich zu den normalen Rädern von der Stange. Ja. Sind denn solche Räder dann preislich auch dementsprechend hoch angesiedelt? Ja, also wenn ich sagen darf, bei uns fängt ein Bike bei 3.000 Euro los. Also da geht es schon los. Aber meistens sind das hochpreisig, qualitative Bikes, wo es halt, sagen wir, 7.000 bis 12.000 Euro keine Seltenheit ist. Wenn man sich auf eure Internetseite informieren möchte, wie heißt eure www-Adresse? Das ist die www.lightwheels.de. Okay. Ivo, dann bedanke ich mich vielmals für die Information. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal mit diesen zwei schicken Bikes eine Runde radeln. Oh ja, sehr gerne. Also mache ich gerne Mittagspause. Alles klar. Und euch wünsche ich noch viel Spaß beim Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.